Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Meat Boy. Wir sind wieder hier in dem Level von The Guy und ja, versuchen das jetzt mal zu schaffen oder so, ich weiß es nicht. Ich dachte mir, ich konzentriere mich vielleicht jetzt mal ein wenig auf das Spiel. Das hätte den Vorteil, dass ich eventuell irgendetwas hier reiße. Aber ich weiß einfach nicht, wie ich da hier hoch komme ich ja jetzt, ne? Und das finde ich schon schwierig, ja. Aber dann erstmal hier durch. Ist auch immer so ein bisschen Glück. Ist auch immer, diesen Sprung kann ich auch nicht so richtig. Oh Mann. Es ist so nervenzehrend, ne? Es ist so. Es ist schwierig. Ich versuche mich jetzt auch erstmal ein bisschen drauf zu konzentrieren, das jetzt vielleicht zu schaffen. Aber ich fürchte, das hilft nicht. Ich habe einfach noch nicht so die richtige Technik, wie ich da... Ich könnte mir vorstellen, dass hinten, dass da hochkommen hinten, die letzte Riege, dass die gar nicht so schwer ist. Aber da erstmal runterkommen. Das, ich weiß nicht genau wie. Ich komme nicht durch die erste Lücke durch. Mann, wie soll ich das denn machen? Ja, das ist so easy, ne? It's easy like Sunday morning. Mann! The Guy geht mir auf den Scheiß. Zeiger. Zeiger. Warum? Warum? Wenn ich auch öfters mal da hinten ankommen würde, ne? Oh, dass man hier nicht... So ein Speicherpunkt da hinten wäre toll. Es ist halt auch hier, das habe ich jetzt schon so oft geschafft. Ich kann es doch. Ich kann es doch! Bitte! Bitte, lieber Gott. Lieber Gott, sag mir, warum muss das sein? Kennt ihr das? Das ist hier von den Megafluten 2001 oder so. Irgendwie so um den Dreh waren die doch. Boah, da und hat der Marlon so einen Lieber Gott-Song gemacht. Und das habe ich mir gekauft, weil es war auch voll schön. Ja. Naturkatastrophen. Mann, das hier ist eine Naturkatastrophe, ey. So. Wirklich, das Ding ist, aber ich habe halt überlegt, ob ich vielleicht eine kurze Aufnahmepause mache und dann gleich weiterspiele oder später weiter dieses Spiel aufnehme. Das Ding ist aber nur, wenn ich das tue, muss ich das erste Level wieder spielen. Wobei das auch nicht so schlimm wäre, weil ich glaube vor allen Dingen auch, wenn ich nicht aufnehme dabei, kriege ich das ein bisschen schneller gebacken, aber trotzdem, es ist einfach... Ich möchte das gerne hinter mich bringen. Ich würde es gerne schaffen. Danke. So. Darf ich jetzt vielleicht hier rüber und darf ich hier auch mal... Warum? Mann, das ist doch sonst nicht so, Mann. Jetzt bin ich so oft schon durchgekommen und dann sterbe ich da immer. Was soll ich denn dagegen machen? Ich weiß es nicht. Ich bin verzweifelt, verzweifelt. Ja, Naturkatastrophen, keine Ahnung. Ich habe mir damals diesen Song gekauft. Ja. Oder ihn mir kaufen lassen wahrscheinlich. Mama, darf ich das kaufen? Ja, darfst du, danke. Ach, naja, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich es auch zum Geburtstag bekommen oder so. Wobei, das bezweifle ich. Ich hatte im November Geburtstag und die Fluten waren bestimmt nicht im November. Aber wer weiß das schon so genau. Aber stellt euch mal vor, in Amerika ist es irgendwie jedes Jahr so riesen Tornados und so. Ja, müssten die ja jedes Jahr so einen Song machen. Ist auch ein bisschen. Ja, da ist wahrscheinlich schon Alltag. Bei uns fängt es ja auch an jetzt. War ja Xaver, ne? Xaver war da. Xaver Naidu. So ein Riesenorkan. Früher hätte der ja noch einen weiblichen Namen gehabt, aber das haben die ja geändert. Jetzt gibt es ja auch männliche. Ja. Ja, Xaver auf jeden Fall.
war ein krasser Wind. Ne? Ich habe davon tatsächlich überhaupt gar nichts mitbekommen und ich weiß auch gar nicht, wie es so in Hamburg und so ausgegangen ist, ob es irgendwie schlimm war oder wie schlimm, ob sehr viele kaputte, wollte ich sagen. Ich wollte eigentlich sagen, ob sehr viel kaputt ist, dann wollte ich aber auch sagen, ob es sehr viele Verletzte gab und dann bin ich irgendwie zu, ob es sehr viele kaputte gab, gekommen. Nein, nein, warum mache ich das? Ich bin so ein Vollidiot. Bandage. Ich wünschte, ich wäre ein Lemming, yeah. Dann könnte ich mich hier durchgraben, so sehr. Warum bin ich zu schnell? Ich verstehe das nicht, oh lel. Warum, warum, warum? Ich kacke aufs Gemüt von deinem Kack-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 
Stelle ich mich so schlecht an oder ist es so schwierig? Ich weiß es nicht. So. Das muss ich auf der anderen Seite jetzt auch irgendwie schaffen. Es muss irgendwie drinnen sein. Warum? Das ist so nervig. Es ist doch schon schwierig. Muss man denn noch sowas machen? Oh, meine Augen. Ich sehe diese Stacheln nicht mehr richtig. Oh nein! Nein! Habt ihr das gesehen? Ich hab's geschafft. Springt er wieder rein. Ich bin Super Meat Boy. Super Meat Boy. Es ist doch alles nur, es ist doch, man sieht es doch nicht. Man, das ist doch alles nur, nee. Oh, leck mich an die Füße, ey. So, jetzt schaffe ich's. Ich hab's im Urin. Es ist jetzt, wir haben es geschafft. Und rüber, und rüber, und... Nein, das war, ich hab schon zwei geschafft, ey. Fortschritt, Fortschritt. Ja, wir nennen das Fortschritt, Fortschritt. Ey, ich hab schon zwei Stück geschafft. Da hätte ich durchziehen müssen, ey. Ich hatte ein bisschen... Ich war selbst überrascht, dass ich zwei geschafft habe. Und dann, ja. War ich irgendwie so überrascht, dass ich mir dachte, ne. Wieso bin ich da jetzt gestorben? Ich weiß es schlicht und ergreifend aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Können nicht alle so sein wie die äußeren? Boah, hier ist so viel Platz, ne? Ich muss das beim Hoch einfach sofort auf Anhieb schaffen. So, die Spannung steigt, meine Damen und Herren. Mann! Das müsste ich mal bei Schlag den Raab spielen, ey. Wer das zuerst schafft. Ja. Dann wird das eine Fernsehsendung über Wochen. Das haben die generell noch nie gemacht, ne? Warum nicht? Haben die keine Lizenzen dafür? Ich meine hier so ein bisschen, so ein Videospiel spielen bei Schlag den Raab wäre doch mal was. Gegeneinander. Mario Kart! 1 gegen 1. Non-Item. Das wäre doch mal was. Mann, warum? Ich verstehe das nicht. Ja, nein, ich verstehe das nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Ja, ich würde sagen, wir widmen uns diesem Level dann im nächsten Part auch wieder. Also es ist jetzt noch nicht sofort vorbei, aber jetzt gleich und ja, ne? Tut mir leid, wenn das jetzt kein so ein cooler Themenpart war, aber ich spiele ja auch noch ein Spiel, ne? Das darf man nicht vergessen. Und das mache ich ja auch, weil es mir Freude macht. Oh, das macht so einen Spaß, ey. Super Meat Boy. Super Meat Boy. Super Meat Boy. Super Meat Boy. Yeah, das war ein boah, Fortschritt. Aber wir machen ja auch Fortschritt in dem Part, ne? Ich meine, so what? Es ist ein sehr guter Part. Also wir machen Fortschritt. Come in my pain with his fingers. Killing my life with his words. Killing me softly with his words. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me softly in this level. Yeah. So, kommen wir wieder weiter. Nein, voll mit dem Kopf gegen die Stachel gelaufen, ey. Bam. Das hat gesessen, ey. Schade.
hätte gedacht, ich schaff's. Wirklich, ich dachte das. Okay. Eine etwas gute Taktik ist, ein bisschen noch gegen die Wand zu laufen, weil man dann nicht so richtig... Dann, Oh Mann, ich hab doch gerade fast gewonnen. Warum ich nicht gewinnen? Warum ich nicht wieder gewinnen? Naja, das ist Super Meat Boy. Ich denke mal, so wird das Spiel auch weitergehen, dass wir auch mal an einem Level 1, 2, 3, 5, 10 Parts hängen. Deswegen wird es wahrscheinlich ein 100-Part-Projekt auch. Ist ja generell schon krass, wie viele Parts Meat Boy schon hat und es geht ja noch weiter. Wird wahrscheinlich mein längstes Let's Play. Ja, ich würde auch sagen, wir machen im nächsten Part weiter. Das hat ja keinen Sinn mehr. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Corno.